Finch Hatton, unser Champion hier bei Formel 1 mit Sir Donahal Mutter, ein Hengst, das sind absolut ein topmoderner Typ, der fast alles gewonnen hat. Er hat den Bundeschampionat auch gewonnen hier im Sommer und er hat mit 9,5 im Trab, 10 im Galopp, 9 im Schritt und 10 in Kapazität bekommen. Ein Pferd mit einer Rittlichkeit, dass jedes Testreiter, die sprechen von, sage immer, das ist ein Traum. Und ich bin der Person, dass jedes Morgen ihm reiten kann im Moment. Und ich muss sagen, ich verstehe es hundertprozentig, dass er ein 10 bekommen hat. Der macht alles, was du willst. Der ist genau richtig temperiert mit sein Power. Der ist sensibel, aber total ruhig. Und das, du kannst ihm nochmal üben. Und er macht immer das Beste für dich. Ich glaube, wenn er so steht hier, da kann man fast nichts dem Schöner malen. Das Pferd hat einen Trab und einen Galopp, wo man immer die Vorderbeine da vorne hat. Und du siehst, und du zur Seite geht oder vorwärts, rückwärts, ja, du hast immer die schöne Schulterfreiheit vorne dich. Und eine Anlehnung, das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich will auch sagen, der Interieur, der Kopf, der ist so schlau, das Pferd, mit alles. Und der lernt so schnell. Und das ist absolut auch ein 10. Ich will machen, alle was ich kann, zum WM zu kriegen. Und ich hoffe wirklich, dass er viel Erfolg da hat, weil ich glaube, das Pferd hat echt ein großes Potenzial. Der hat Power, der hat Saft, der hat alles, was man wünscht. Der passt für viele Stuten, finde ich, weil der ist langbeinig, edel und sehr, sehr bequem. Natürlich ist er ein größeres Hengst, ein, würde ich sagen, 3,74, aber der ist absolut kein Problem, finde ich, mit den Stuten her. Was er hat, ein bisschen gerade hinten, wenn man etwas sagen soll, man muss aufpassen, dass die Stute auch da runtersteht, dass nichts so weit rauskommt. Aber sonst ist er total perfekt in meinen Augen. Ich freue mich, die Fohlen zu sehen dieses Jahr, da kommt, weil für mich ist er ein Ex-Superstar. Jetzt 5-jährig, hat Bundeschampionat und alles gewonnen. Ja, ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich bin der Reiter im Moment. Ich finde das Pferd unheimlich schön zum Reiten und sensibel in einem sehr richtigen Weg. Der hat unglaublich Versammlungspotenzial. Guck mal her, auch eine 10 Meter Wolde. Das ist nicht so einfach mit einem jungen Pferd, wie sicher er ist in seinem Takt. Und er kommt richtig schön oben und geschlossen hinten. Sehr, sehr gut. Und hier auch ein paar Tritte, wo man ein bisschen zurück. Das ist nur ohne Druck, man versammelt ihn nur. Und hier auch ein bisschen Schenkelweichung und wie der seinen Takt behält und richtig mit seinem Vorderbein nach oben kommt und super Anlehnung. Er hat ein sehr, sehr sensibler Power, aber in ein sehr, sehr richtiges Weg. Der kann so eine Stunde lang gehen. Sehr, sehr gut. Ich finde den super Takt und überlegt, er ist nur 5 und der geht wie ein Uhrwerk da über der Diagonal und her, ein bisschen hin, zurück und vorwärts und nochmal sein großes Bewegung. Sehr, sehr, sehr gut. Und hier eine Verstärkung. Erst denkt man, kann der traben mehr, aber der hat viel, viel mehr. Super Verstärkung, ja. Sehr gut. Und Herr, ich probiert nur ein bisschen zu zeigen, wie einfach das ist für ihn zu versammeln. Das ist ohne Gerde alles. Er arbeitet wirklich, wirklich schön für den Reiter. Der hat auch ein 10 bekommen für seine Rittlichkeit. Galopp, das ist genau wie gut wie der Trab, finde ich. Der hat sein Hinterbein immer hinten runter und er ist sehr, sehr balanciert und sehr sicher in seinen Takt und du kannst zurückgehen, kannst vorwärts gehen und immer dem Gefühl, dass das Pferd hat so viel PS hinter dir,
dass du ja so langsam wie du willst und kann auch richtig schön vorwärts und ja, Boden winnen, kann er richtig also gehen. Hier hast du einen Galopp, wo wir ein bisschen Außengalopp und guck mal, wie sicher er ist und immer mit Hinterbein richtig auflasten und sitzt super her. Sehr, sehr gut. Und das ist natürlich viel für ein junges Pferd, aber der ist richtig schön unterwegs für die 5-jährige Prüfung hier. Und hier hat man den Schrittübergang, mag der auch sehr, sehr gut und sicher. Und auch hier Galopp nach rechts kann man schön vorwärts gehen und super Galopp her. Und hier kann man ein bisschen Außengalopp nach rechts. Und wenn man hier sieht, auch wie stark er bleibt am sein Hinterbein. Das sieht einfach aus, aber das ist nicht so einfach für die junge Pferde her. Aber das mag der echt gut, finde ich. Und immer schön da vorne im Hand in Anlehnung. Und hier haben wir vielleicht einmal eine Verstärkung, wo man sieht, wie aktiv und viel, viel, viel Power. Sehr gut. Und auch guckt mal den Übergang, wie einfach das ist. Und auch hier mit langem Hals, ruhig und ausbalanciert und immer schön Anlehnung mit viel so Stretching. Ja, sehr, sehr gut für dich. Das ist ein Traum zu reiten. Ich verstehe, warum der Bundeschampion war. Der ist für mich auch ein 10. Und jetzt mach mal ein bisschen Übergang zum Schritt. Langsam da und dann hat man das Pferd, der ist so locker für die Übergänge und alles her, dass man direkt sofort bam und dann macht er super Schritt her. Das ist auch ein Pferd, wir sehen uns und freuen uns sehr für 2021 WM, hoffentlich.